Wir sollten heute nur zuhören, nicht reden. Aber ein kurzes Dankeschön, glaube ich, ist schon gestattet. Es war alles sehr geheim und wir hatten genauso wie Sie nur diese Einladungskarte mit den drei Gästen. Wir haben gerätselt, wer könnte das sein, aber wir konnten es, wir haben es bisher eben gerade erfahren, als das Geheimnis gelüftet wurde. Also die Überraschung ist dir gelungen. Gut. Ich wollte dem Dekan danken, der ist nicht mehr da. Trotzdem, also dem Dekan Andreas Hild, für seine einführenden Worte und vor allem für seine aufmunternden Äußerungen zu der neuen Struktur, zu der Verbindung von Landschaftsarchitektur. Und er hat ja schon ein sehr positives Bild gemalt. Man kann nur hoffen, dass etwas dafür für euch eintritt. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich der Regine Keller. Sie hat das Ganze organisiert, inszeniert und mit ihrem Team das auch realisiert und hat im Grunde diesen Abend wirklich gut inszeniert. Man merkt, sie hat Theaterwissenschaft studiert und kann sowas sehr perfekt. Und es ist eine richtige Freude, so eine Nachfolgerin zu haben, nicht nur als Kollegin, sondern als Freundin. Und vielen Dank für diesen Abend. Du hast es zwar organisiert, aber die Fakultät war so großzügig, das Ganze auszurichten. Und dafür gebührt der Fakultät auch großer Dank. Und seitdem wir in der Architekturfakultät sind, hat sich ja einiges verbessert. Das merken wir schon und stellen das auch so aus der Distanz fest. Auch den Gästen, also den drei Gästen, deren Identität jetzt gelüftet wurde, möchte ich danken, Jörn Walter für die Interpretation unserer Planungen. Also ich habe es gar nicht so plastisch in Erinnerung. Und auch deine Aufforderung, dass man, also auf der anderen Seite ein ganz anderes Thema, dass man sich eben auch in diese politischen Prozesse stärker einspreizen muss. Das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Jörg hat unsere gemeinsamen Planungen in Riem ja sehr schön geschildert, wie wir da zusammen uns mit dem Stift behaken und das Schöne versuchen aufzuzeichnen. Und Anna Verder hat eigentlich perfekt Literatur, bildende Kunst und die Ausstellung in Venedig und die Ausstellung in Berlin zusammengebracht. Und ich habe sehr genau gemerkt, dass du die Moderne da im Grunde mit hineingebracht hast, mit sehr schönen Bildern, sehr schönen Beiträgen. Es ist sehr schön, so viele ehemalige Wegbegleiter hier zu sehen und zu treffen. Hoffentlich gibt es nachher noch schöne Gespräche. Es sind einige Kollegen aus Rhein-Stefan, aus der alten Zeit aus Rhein-Stefan da. Ich nenne jetzt keine Namen im Einzelnen, weil ich die sowieso dann nicht alle auffinden kann. Es sind auch sehr viele ehemalige Assistenten hier, die ich also auch besonders begrüßen muss und freue mich, dass Sie heute dabei sein können. Ich möchte auch viele liebe Mitarbeiter aus dem Büro sozusagen begrüßen und danken, dass Sie da sind. Es sind sogar welche aus dem Stuttgarter Büro noch gekommen und wir können nachher nochmal gemeinsam die Diskussion weiterführen. Und auch die Kollegen aus der Architektur, aus der Hochschule einerseits, viele sind leider schon verstorben, und aus dem Freien Beruf und natürlich auch aus der Stadt. Frau Thalkot ist heute leider nicht da, die hat immer sehr viel Verständnis für Landschaftsarchitektur mitgebracht und hat es auch sehr forciert. Also ihr gebührt auch ein großes Lob für die Disziplin.
Interdisziplinarität war für uns immer ein Thema, das wurde ja in einigen Beiträgen auch schon erwähnt. Schon in der Universität in Stuttgart haben wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit gesucht mit den Architekten, mit Stadtplanern, mit Ökologen, mit Vegetationskundlern und ähnlichen mehr, je nach Aufgabenstellung und je nach Problem. Damals mussten wir ziemlich viel Missionsarbeit leisten, um die Architekten darauf aufmerksam zu machen, dass es so einen Beruf überhaupt gibt. Und mussten also auch ziemlich kämpfen, und um uns da entsprechend mit der Landschaft, mit dem Freiraum, mit der Ökologie in die Projekte einzubringen. Es war auch damals eine große Aufgabe, die politischen Entscheidungsträger zu überzeugen. Denn damals war für die die Begriffe Ökologie oder Nachhaltigkeit vom Wort her gar nicht bekannt. Diese Probleme kennt man, sie sind heute nicht weniger geworden, eher mehr. Und sie sind heute wissenschaftlich sehr viel stärker durchdrungen, mit sehr viel Grundlagenmaterial und sehr viel Fundament versehen. Aber was im Grunde fehlt, was ich schon angedeutet habe, die Umsetzung mangelt sehr und wird heute ein bisschen überlagert von einem sehr schönen, etwas oberflächlichen Design in der Landschaftsarchitektur. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss und auf die man vielleicht auch eine Antwort finden kann. Mit Karl Valentin würde ich sagen, die Zukunft war früher auch besser. Aber alles Lamentieren nützt ja nichts. Jetzt müssen es die Jungen machen. Und man kann nur sagen, es gibt sehr viel zu tun. Dankeschön. Alle dabei waren und diesen schönen Abend, den die Regie ausgerichtet hat, miterleben konnten. Danke. Ja. Zwei kleine Anmerkungen noch. Sie haben gemerkt, wir haben gefilmt. Wer absolut dagegen ist, in diesem Film vorzukommen, möge es uns bitte persönlich mitteilen, dann wird der Mensch rausgeschnitten. Damit sind wir schon geübt. Das gibt es natürlich. Das betrifft natürlich auch Dinge, die abgebildet sind. Also lassen Sie es uns wissen. Ansonsten ist es sicherlich ein Ereignis, in diesem Film mit den beiden mit abgebildet zu sein. Das ist der erste Hinweis. Der zweite, wir haben ein kleines Gästebuch aufgelegt und ich würde mich wahnsinnig freuen. Das gehört natürlich hier nach vorne. Genau, das hing immer im Lehrstuhl. Das hing immer am Lehrstuhl. Das kriegt der Christoph zurück. Ein kleines Gästebuch ist aufgelegt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie darin Ihren Servus hinterlassen würden. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Erinnerung für euch beide für den heutigen Abend. Jetzt gibt es, ich sage jetzt nicht Wein, Weib und Gesang, sondern auch Männer dazu. Haben Sie einen schönen Abend.